Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer von StadtTV. Zum 500. Mal lüftet sich heute hier im Mondpalast der Vorhang. Eine Aufführung von Ronaldo und Julia. Eine erfolgreiche Fußballkomödie in einem erfolgreichen Volkstheater in Deutschland. Über 80.000 Leute sahen diese Komödie. Wir wünschen euch viel Spaß. Bleibt online. Wir wollten Sie fragen, was für eine Rolle spielen Sie denn heute im Stück Ronaldo und Julia? Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Kann ich Ihnen nicht sagen. Die werden mich jetzt gleich, ich muss jetzt gleich da mal runter, dann werden Sie mich einweihen. Was ich sagen sollte oder müsste und wo ich eingesetzt werde, das weiß ich bis jetzt noch nicht, gleich, wenn ich runtergehe. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ist 10 vor 8. Also Ihre Stärken liegen ja auch im Improvisieren und wir können da, glaube ich, ein bisschen Spaß erwarten, ne? Oh, ich denke schon, ja. Und was für Projekte sind in Zukunft noch geplant bei Ihnen persönlich? Ach, da sind mehrere in dem sogenannten Gewehr drin, die dann abgeschossen werden können, aber das wird noch, ich sag mal so 3-4 Monate dauern. Gibt es da spezielle Projekte für die Kulturhauptstadt 2010 bei Ihnen? Ja, das zum Beispiel auch. Das ist also sicherlich nicht unspannender Augenblick, ne, oder unspannende Geschichte, sondern es ist sehr spannend. Und da gilt es halt für das Ruhrgebiet einiges zu tun. Wie hat Ihnen das Stück bis jetzt gefallen? Also bisher sehr amüsant, sehr lustig. Ist mitten aus dem Leben, so wie man die Fans auch kennt. Die Songs, die Fangesänge vom Stadion und die Auseinandersetzung. Also ich denke, das ist schon ein schönes Stück. Was natürlich wichtig ist, was denken Sie bei den Rivalitäten untereinander, der Städte auch oder der Vereine? Ist es denkbar für ein großes Ruhrgebiet, eine große Ruhrstadt? Wie sehen Sie da die Aussichten für die Zukunft, dass man die Leute auch zusammenkriegt unter einen Hut? Ich denke, das ist der Sport. Und der Sport, ich muss ein Wettkampf sein. Das, was zwischen den einzelnen Fußballclubs und zwischen anderen Vereinen ist ein ehrlicher Wettbewerb, ein Streit umeinander und die bestmöglichen Ergebnisse. Und das hat nichts zu tun mit den politischen Gemeinsamkeiten. Und da sehen Sie für die politische Ebene sehen Sie eine gute Zukunft für das Ruhrgebiet? Ich denke schon, die Tatsache, dass heute Abend so viele hier sind, so viele ehemalige Oberbürgermeister, Aktive hier und alle hierher kommen und gemeinsam Spaß haben, ist ja ein Zeichen dafür, dass wir uns gemeinsam freuen können und deswegen können wir auch gemeinsam zusammenarbeiten. Herr Schüber, wir wünschen noch viel Spaß mit der zweiten Halbzeit. Danke fürs Herzlichen Gespräch. Herzlichen Dank. Danke. Ja, wir sprechen jetzt mit dem Prinzipal, dem Herrn Stratmann. Herzlichen Glückwunsch zur 500. Aufführung. Was ist in Zukunft geplant? Erstmal die 501. Also die ist ja nächste Woche, also nicht diese Woche. Aber wir werden im nächsten Jahr ein neues Stück haben, im Mai. Wir haben ja jetzt 5 Komödien, die wir nebeneinander immer laufen lassen. Und wir werden im Mai wieder eine neue haben. Und ich hoffe, dass wir dann wieder ganz viele Besucher haben. Übrigens kommen ja aus Bochum unsere ganzen Schauspieler. Wir sind ja eine feste Bochumer Institution eigentlich hier in Herne. Unser Intendant und Regisseur kommt aus Bochum, die Schauspieler kommen aus Bochum. Also eigentlich sind wir hier eine Bochumer Enklave in Herne. Das ist schön zu hören. Was haben Sie denn im Hinblick auf Kulturhauptstadt 2010? Gibt es da besondere Leckerbisse, die wir erwarten können? Das Kulturhauptstadt-Thema machen wir eigentlich, seitdem wir da sind. Wir beschäftigen uns pausenlos mit dem Ruhrgebiet. Und beschäftigen uns in allen Varianten damit, vor allen Dingen aber
komödiantisch. Also ich möchte gerne, dass das Ruhrgebiet bei uns hier auf der Bühne liebevoll, sympathisch dargestellt wird. Wir pflegen die Sprache, die ja kleine grammatikalische Feinheiten aufweisen kann. Das pflegen wir hier und wir sind einfach ein Stück Ruhrgebiet. Und ich glaube, es gibt so wahnsinnig tolle Projekte bei diesem Kulturhauptstadtthema, dass wir unseren Beitrag einfach leisten, indem wir da sind. Und wenn wir das auch noch erleben, das heißt also noch 3 Jahre und dann auch darüber hinaus, da bin ich schon stolz und froh. Herr Strabmann, Glück auf und alles Gute für die Zukunft. Vielen herzlichen Dank. Herr Reck, wie hat Ihnen das Stück bis jetzt gefallen? Ja, also bis zur Halbzeit war es ein sehr interessantes Spiel, muss ich sagen. Nein, es hat wirklich Spaß gemacht. Es spielt natürlich in 2 Lagern, aber man sieht, diese 2 Lager finden irgendwann auch ein bisschen zusammen. Und das ist ja im normalen Leben auch irgendwo so vergleichbar, dass sich die Spieler untereinander, beide konkurrierende Vereine, auch sehr gut verstehen und gut harmonieren. Und da gibt es ja auch keine großen Probleme. Aber es ist natürlich während den 90 Minuten, da ist es ein Derby, da ist Kampf und Fight angesagt und das wird auch meistens angenommen, aber zwischendrum spielen sich noch einige Szenen ab, wo man sich näher kennenlernt und so spielt dieses Stück auch und das ist interessant. Wäre natürlich nett, wenn Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern könnten bei einem Derby. Was fällt Ihnen spontan ein bei den, als aktiver Spieler bei den heißen Derbys? Was ist da so passiert? Oh, da ist einiges passiert. Wenn ich nur an die Autobahnbrücken denke, bei der Hinfahrt, wo Banner schon ausgerollt wurden, die uns dann beleidigt haben, oder auf dem Rückweg, wo der Bus gestoppt hat in der Nähe vom Westfalenstadion und wo wir dann alle anhalten mussten und die ganzen BVB-Fans vorm Bus standen. Also da gab es einige Geschichten zu erzählen, aber die meisten Derbys, die ich erlebt habe, ich muss dazu sagen, ich habe kein Derby verloren als Schalke-Spieler, habe glaube ich 6 oder 7 gespielt, habe keins verloren und war also relativ erfolgreich und von daher hat es immer Spaß gemacht. Aber für mich persönlich war das herausragendste Spiel. Wir haben in Dortmund 4-0 gewonnen und das war eins der letzten Spiele von Olaf Thon, glaube ich. Und das war so genial für mich und so eine Riesenstimmung und auch danach. Und die Schalke-Fans vergessen so einen Tag nie. Und so, ihr Lieben, das war's für heute von Stadt-TV im Mondpalast. Mehr Informationen findet ihr unter www.mondpalast.com. Viel Spaß noch, bleibt online. Bis dann. Ciao.